Die erste Reihe mit Margaret, Teuchert, Herfors und Erwin Nigo. Der Blick aus der Onboard-Perspektive von Troy Herfors. Vom dritten Platz wird er komplett nach hinten durchgereicht. Heißt, da profitieren einige andere. Ganz vorne mit der 31 Karl Margaret, dann Jörg Teuchert und dann innen durch von Startplatz 10 auskommend. Gute Anfangsphase für Roland Resch auf der Suzuki. Und dann die berüchtigte Triple, die dreifach links. Im Hintergrund haben wir gesehen, der Ausritt von Matej Smirz. Nicht genau zu erkennen, warum. Er hat da wohl einen abbekommen und musste aufmachen und eilt hinten in der Schikane so dem Feld komplett hinterher. Mit riesigem Rückstand, aber einer ordentlichen Portion Wut im Bauch. Trotzdem eine gute Punkteanzahl in Lauf 2 für den Sieger des ersten Rennens in Oschersleben. Eigentlich kaum möglich. Matej Smirz, also schon mal der Verlierer der Anfangsphase. Und der Kampf der Altmeister ganz vorne an der Spitze. Teuchert mit der 11, mit der weißen BMW vom Wilbers Racing Team, zeigt sich innen. Margaret kann noch gegenhalten. Resch nach wie vor auf der dritten Position. Und dahinter die Verfolger, die versuchen den Anschluss an die Spitze zu halten, damit sich da keiner absetzt, wie es Matej Smirz im ersten Durchgang so perfekt vorgemacht hatte. Margaret, die Honda jetzt im zweiten Durchgang anscheinend auch technisch in Topform. Braucht man hier in Oschersleben. Und Smirz, ja, der schließt langsam, aber sicher auf. Mit sensationellen Rundenzeiten. Der Tscheche also noch nicht abzuschreiben. Und hier der Blick auf Erwin Nigo, der da vorbeigeht an Resch. Und da folgen gleich noch ein paar andere. Die Spitzengruppe also weiter eng zusammen. Vorne die ersten beiden, die sich nicht zu sicher fühlen durften. Margaret, Teuchert, dann Nigo und die Verfolger um die BMWs dahinter. Von Ranseder wenig zu sehen in Oschersleben bei diesem Rennen. Aber kein Wunder, wieder Teuchert innen, geht da hart, aber fair vorbei an Karl Margaret. Man kennt sich ja noch aus WM-Zeiten. Und so sieht's aus, wenn der Supersport-Weltmeister des Jahres 2000 für uns die Bildregie übernimmt. Fantastische Bilder. Matej Smirz schon mitten im Feld. Der machte da Boden gut. Die Hinterherfahrer natürlich eine leichte Beute für den schnellen Tschechen. Die Yamaha wirklich gut vorbereitet und Smirz Rundenzeiten beachtlich. Hochrechnungen natürlich beim Teamchef Michael Galinski an der Boxenmauer. Vorne, ja, da wurde nicht gebummelt, aber das kostet natürlich alles Zeit. Diese ewigen Überholmanöver, da konnte sich keiner absetzen. Ein sensationelles Rennen mal wieder in der IDM der Superbikes. Nigon an Teuchert vorbei. Margaret wieder in Führung. Und Erwin Nigon ebenfalls mit durchgegangen. Matej Smirz mittlerweile vorgefahren auf die 16. Position. Trotz Verkehrs mit den schnellsten Zeiten im Feld. Eine sensationelle Performance des Manns aus der Tschechischen Republik. Nigo vorbei an Margaret. Jones vor Teuchert. Auch Herfors hatte sich wieder berappelt und kam hier immer näher. Die Zuschauer natürlich begeistert ob dieses Laufs. Ein Spektakel sondergleichen mit unzählbaren Überholvorgängen an der Spitze. An der Spitze Nigo. Klar und sicher in Führung, Margaret, Jones vor Teuchert, vor Herfors. So sah das Ganze aus. Und hier die Onboard von Herfors. Jones in dieser Sekunde vorbei an Margaret. Und Herfors schaut zu, verbremst sich und Ranseder sowie auch Teuchert schlüpfen wieder vorbei. Der Sprung in die 13. Runde. Nigon auf und davon. Dann Margaret vorbei an Jones. Teuchert vorbei an Jones, aber das kostet natürlich alles Zeit. Gut für einen, der hinten immer noch um alles kämpft. Um Matej Smirz zu sehen, musste man genau aufpassen, denn er lieferte eine sensationelle Performance in diesem zweiten Lauf. Fast vom anderen Stern. Das Margaret und Teuchert. Honda gegen BMW. Und die schnellste Yamaha im Feld natürlich nach wie vor noch weit hinten. Der Kampf um Platz 2 hinter Erwin Nigo, der vorne so ähnlich wie Smirz im ersten Lauf frei fahren konnte. Der Kampf um Platz 10, Hommel
Er auch umgestiegen, eingesetzt von Dennis Hertrampf mit der Startnummer 12, Arne Tode mit der 41. Der Kampf um Platz 10. Und hier filmt einmal Sascha Hommel, Arne Tode. Hommel nur von 17 gestartet, wurde hier mit dieser Aktion jetzt neuer Zehnter im Lauf. Ein gutes Ergebnis, also möglich für Sascha Hommel. Ganz vorne allerdings immer noch der Kampf Magovic, Teuchert, Jones, Ranseder, Herfors und Resch. Die Gruppe eng zusammen. Super Performance. Und hier gleich zu sehen, Achtung im Hintergrund, da findet einer Anschluss. Matej Smirz mit sensationellen Rundenzeiten. Nur 32 Hundertstel langsamer als der Rundenrekord von Martin Bauer aus dem letzten Jahr. Gute 2 Sekunden schneller als die Rundenzeiten der Kampfgruppe vor ihm. Abbauende Reifen, natürlich jetzt bei allen ein Thema. Aber das Ganze ignorierend Matej Smirz. Der sah natürlich nun die Gegner. Und wer dem zugeschaut hat an diesem denkwürdigen IDM-Sonntag in Oschersleben, der weiß, dass da ein Weltklassefahrer am Werk war. Und es ging auch noch alles gut. Hier das Überholmanöver jetzt gegen Roland Resch. Smirz damit auf der 7. Position. Aber der nächste musste dran glauben. Troy Herfors, Ende, Start, Ziel. Matej Smirz damit 6. Aber immer noch nicht genug. Egal, ob die Reifen abbauten, der Tscheche nahm sich die Gegner richtig zur Brust. Und wie? Smirz gegen Ranseder. Kein Problem für Matej Smirz. Innen rein und innen durch. Auf der Gegengeraden dann eigentlich in Oschersleben überholen. Außerordentlich schwierig. Aber für den Tschechen gab es keine Gegner. Erst den einen, dann den anderen. Kurz die Seite gewechselt und dann nur noch Magovic. Smirz schon auf dem Podest. Eine Leistung, ein Rennen, wie es die IDM noch nie gesehen hat. Matej Smirz, letzte Kurve, kein Problem. Magovic beim Rausbeschleunigen eigentlich in der besseren Position. Nigon, der Sieger auf der BMW. Und dann ist es tatsächlich die blaue Yamaha R1. Matej Smirz, unfassbare Leistung von ihm. Von ganz hinten, mit großem Rückstand, auf die 2. Position vorgefahren. So eine Leistung hat man in der IDM überhaupt noch nicht gesehen. Gratulation an den Sieger, aber Gratulation vor allen Dingen auch an Matej Smirz. Das war großes Kino, ganz großes Kino. Da verbeugt sich auch der Teamchef vor Matej Smirz, dem Mann des Tages, der sich fairerweise aber erstmal bei den Kollegen entschuldigte. Denn das war eine ganz harte Nummer in der letzten Runde. Immer fair allerdings.